Rainer Werner Fassbinder erzählt in Angst, Essen, Seele auf die ungewöhnliche Liebesgeschichte zwischen Emmy, einer 60-jährigen Putzfrau, und Ali, einem 20 Jahre jüngeren Gastarbeiter aus Marokko. Warum weinen? Weil ich so glücklich bin und weil ich solche Angst habe. Nix Angst. Angst nix gut. Angst essen Seele auf. Angst isst Seele auf. Das klingt schön. Er war ein großer Fan des Hollywood-Melodrams von Douglas Sirk. Und einer dieser Filme, Was der Himmel erlaubt, ist auch, das ist sozusagen das Vorbild zu Angst, Essen, Seele auf. Das ist so eine Art verkapptes Remake. Fassbinders Angst, Essen, Seele auf ist ein ergreifendes Melodram und gleichzeitig ein Film gegen den Rassismus. Mit kühler Brillanz analysiert der Film die Missachtung von Minderheiten und die Mechanismen sozialer Unterdrückung. Keiner sieht einem mehr richtig ins Gesicht. Alle haben immer so ein widerliches Grinsen. Lauter Schweine. Lauter dreckige Schweine. Sondern es geht halt einfach nur darum, oh mein Gott, er ist ein Ausländer. Und dann spielen da halt so die ganze Zeit so, Ausländer sind dreckig und die können nichts und die gehen immer nur saufen und sowas alles. Und das spiegelt sich halt in den ganzen Reaktionen von ihren Nachbarn alles so wieder. Und dann merkst du halt so richtig, okay, sie sind eigentlich bloß nichts, irgendwie was Neues damit mit reinbringen. Und deswegen, dafür sind Fassbinders Filme auch gut, also so künstlerisch durchgeformt, die auch sind. Sie sind auch immer sehr, sehr stark tatsächlich Zeitdokumente, also sowohl über die Entstehungszeit als auch, wenn sie in der Vergangenheit spielen, über die Zeit, in der sie spielen. Fassbinders extrem minimalistische Form des Filmens, der Dialoge und der Szenerie rückt dabei noch viel stärker die Darsteller und das eigentliche Geschehen in den Vordergrund. Also die bezeichnendste Szene dafür, wie dieser Film irgendwie so aufgebaut ist, ist der Punkt, an dem Emmy ihrer ganzen Familie, ihren ganzen Kindern ihren neuen Mann vorstellt. So, das ist mein Mann. El-Hedi Ben Salem Mbarek Mohammed Mustafa. Ich nenne ihn Ali. Und du siehst halt nur so die Reaktion, ohne dass irgendwie jetzt dramatische Musik läuft oder irgendwie was. Es geht wirklich nur darum, du siehst, wie diese Leute reagieren und es ist alles so ein... Und so siehst du das und es ist Totenstille. Fassbinder macht der unterstreicht das jetzt nicht irgendwie durch Musikeinsatz oder Zooms oder so etwas. Diese Szene lässt er also einfach ausspielen. Die entfaltet sich da und man kann es nicht glauben, es ist fast nicht auszuhalten. Er arbeitet sehr genau mit der Kadrierung. Also das heißt, also die Bildrahmen sind immer so gesetzt, dass die beiden quasi Gefangene sind. Das hättest du nicht tun dürfen, Mutter. Das nicht. Diese Schande, das... Jetzt musst du vergessen, dass du Kinder hast. Ich will mit einer Hure nichts mehr zu tun haben. Jedes einzelne Bild, jede Einstellung unterwirft sich eigentlich den Figuren, die da ihre Geschichte erzählen. Also es geht halt nicht darum, die in tolles Licht zu setzen, sondern es geht wirklich darum, dass sie dass die Geschichte durch die Darsteller erzählt wird. Und wie das Ganze dann sozusagen sich fast... hoffnungslos dann entfaltet und am Ende aber trotzdem seine Menschlichkeit bewahrt und nie ins Zynische abdriftet oder so. Das ist irgendwie genau die Kunst. Wenn wir zusammen sind, dann müssen wir gut sein zueinander. Sonst ist das ganze Leben nichts wert. Ich nicht will andere Frau. Ich liebe dich, nur dich. Ich liebe dich auch. Zusammen sind wir stark.